Hallo ihr Lieben, ich bin gestern im vierten Action endlich fündig geworden und habe endlich diese Chalk Ink Pads bekommen vom Action. Und die kosten 4 Stück 99 Cent. Und es gibt jetzt eben auch ein Blending Tool für 94 Cent mit jeweils drei verschiedenen Aufsätzen. Das möchte ich heute unbedingt mit euch ausprobieren. Ich habe nicht alle Farben bekommen, es gibt sechs Kollektionen, sechs Farbzusammenstellungen. Ich habe, welche habe ich denn nicht? Ich habe Nummer 5 habe ich nicht. Und was fehlt mir noch? Das Gelb. Die Nummer 4. 4 und 5 habe ich nicht. 1, 2, 3, 6 habe ich ergattern können. Freue mich wie Bolle. Ich muss nur noch mal irgendwann rauskriegen, ob die mit den Nummern irgendwas Besonderes bezwecken. Ich hatte ja schon mal die Vermutung gehabt, dass es vielleicht mit den Stiften übereinstimmt, aber diesmal scheint es einfach nur durchnummeriert zu sein. Das heißt, man kann dann auch ganz gut erkennen, wenn es irgendwann mehr gibt als 24. Das ist natürlich eigentlich ganz cool. Ich werde mir auf jeden Fall hier mal eine der Rückseiten aufbewahren. Das ist sicherlich auch ganz praktisch. Und mit euch möchte ich jetzt im ersten Schritt ausprobieren, wie diese verschiedenen Aufsätze funktionieren. Dann möchte ich als nächstes mit euch das vergleichen mit den Chalkkissen von Tim Holz und dem Blending Tool von Tim Holz. Dementsprechend werde ich verschiedene Mittel benutzen. Ich werde mit Wasser arbeiten, mit Schablone werde ich arbeiten. Ich werde positiv und negativ arbeiten, mit Embossing-Pulver werde ich arbeiten. Und das alles nach und nach. Sprich, das wird ein recht langes Video. Müssen wir gucken, ob ich das sogar vielleicht zweiteile. Das ergibt sich aber währenddessen. Ich packe jetzt erstmal aus. Das mache ich im Schnelltempo. So, damit das Video nicht zu lang wird, habe ich das jetzt gar nicht in schnell gedreht. Was müsst ihr mir zugucken, wie ich das auspacke? Ich habe das halt ausgepackt. Da gibt es jetzt nicht so viel zu gucken. Und jetzt würde ich einfach erstmal, doch, ich glaube, das mache ich mit euch zusammen. Und teste einmal diese verschiedenen Aufsätze. Von der Sache her, hier gibt es einen Holzgriff oder ein, ne, es ist Plastik, definitiv Plastik. Einen Plastikgriff mit Klettband und zwar dem rauen. Und dann gibt es drei verschiedene Aufsätze. Die werden bezeichnet als Foam Pad, das ist das hier, die halt diese weiche Fläche haben, sodass das halt genau drauf passt. Und dann gibt es ein Coarse Pad, das schwarze, und ein Sponge Pad, das rosane. Und wir probieren jetzt einmal alle drei aus und alle drei haben natürlich dann diesen schwarzen weichen Flaum drauf. Ich habe mir jetzt direkt mehrere Sets geholt, um gegebenenfalls auch eben mit verschiedenen Farben parallel arbeiten zu können. Deswegen gönne ich mir jetzt mal gerade einmal, dass ich das gar nicht dreckig anfassen muss, sondern drei verschiedene Griffe nehme, um. Dritte habe ich noch nicht ausgepackt. Um alle drei Aufsätze zu testen. So, das mache ich einmal gerade mit euch gemeinsam. Ich stelle schon mal eine Frage, und zwar: Weiß jemand von euch auswendig, ob man Kreidestempelkissen auf den Kopf lagern soll oder besser nicht? Ich weiß, bei anderen Stempelkissen wird es durchaus empfohlen, ganz einfach aus dem Grund, dass diese Tinte nicht zu sehr absacken soll. Jetzt weiß ich nicht, wie das mit Kreidekissen ist. Weiß das irgendjemand von euch? Würde ich mich über einen Kommentar freuen. So, wir testen. Wir nehmen jetzt dreimal die gleiche Farbe, damit wir eine Vergleichbarkeit haben. Und wir fangen mal an mit dem sogenannten Foam Pad. Okay, es nimmt jetzt die Farbe nicht sofort sehr gut auf, aber im zweiten Augenblick schon. Ich mache mal gerade einmal spaßeshalber, wie sich die Farbe aufträgt, wenn ich einfach direkt mit dem Stempelkissen arbeite. Und was passiert, wenn ich mit dem Stempelkissen direkt schubbel? So, dann haben wir jetzt das Foam Pad. Okay. Das macht eine interessante Marmorstruktur. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt auf eine gleichmäßige Struktur oder mit einer gleichmäßigen Struktur gerechnet. Die bekommt man wahrscheinlich auch hin, wenn man das eben mehrfach macht.
Aber den Effekt, so eine Marmorstruktur zu haben, indem ich nur einmal wische, finde ich zumindest interessant. So, Nummer 1. Wir probieren mal den Corspad aus. Bei dem hätte ich eher diese Marmorstruktur erwartet. Hier sehe ich natürlich nicht, wie der Farbaufnahme ist. Wir nehmen auch mal ein neues Blatt. Wie die Farbaufnahme ist, das werden wir jetzt... Okay, die Farbaufnahme ist nicht sehr gut. Und die Farbe ist auch mehr oder weniger direkt weg. Also man hat nicht, man überträgt nicht viel Farbe von, in meinem Fall, links nach rechts. Das ist mehr, ja, das ist, ja, das wäre mir jetzt, ja, da müsste man schon viel tupfen, viel reiben. Und ich überlege gerade, um welchen Effekt zu erzielen. Also das überzeugt mich jetzt nicht so sehr. Ich lasse das mal, ich hoffe, dass es nicht zu hell ist. Die Sonne scheint hier gerade wundervoll rein. Ich gehe auch gleich spazieren. Nur vorher wollte ich das mit euch testen. So, nehmen wir jetzt mal den Schwamm. Da sehe ich, wie die Farbe aufgenommen wird. Oh, ah, cool. Dieser Schwamm ist also jetzt nicht, nicht so. Ich arbeite ja gerne mal mit Schwamm. Und der ist aber... Fühlt sich zwar nicht so an spontan, aber er ist mehr wie Schmirgelpapier. Ich weiß nicht, ob man es hört. Hört ihr das? Und das ist von der Sache her auf jeden Fall schon mal interessant. Aber auch hier, es überträgt sich relativ wenig Farbe. So, jetzt hole ich mir mal zum Vergleich ein Blending-Tool von Tim Holtz. Also so viel kann ich schon mal sagen. Natürlich ist die teure Variante, wie so häufig im Leben, nicht ohne Grund teurer. Also hier habt ihr einen schönen Holzgriff. Die Fläche des doppelseitigen, wie heißt es denn, Klettband ist natürlich nicht einfach nur ein Punkt, sondern die ganze Fläche. Und hier habe ich eben auch nicht nur einen Punkt, sondern auch die ganze Fläche. So, und jetzt testen wir mal, wie das gleiche Stempelkissen, aber eben mit einem hochwertigeren Blending-Tool sich dann verhält. Wir nehmen mal Farbe auf. Farbe geht ähnlich zurückhaltend in das Kissen wie bei den anderen auch. Ich sehe direkt die Kreisstruktur und bei den Distress Oxids lässt sich ja dann diese Kontur immer sehr, sehr gut verwischen, weshalb das ja auch so gelobt wird. Und das ist hier genau das Gleiche. Also mein Fazit ist, können wir mal alle drei nebeneinander halten, dass ich hiermit tatsächlich, also mit den hochwertigeren Blending-Tool von Tim Holtz, tatsächlich angenehmer arbeite, schneller arbeite. Ihr seht, wie schnell ich das jetzt hier gerubbelt habe, während ich hier ja quasi Schwierigkeiten hatte, Farbe aufs Papier zu bringen. Das war das hier. Das hier war das. Und das hier war das. Und ich muss gestehen, das hier finde ich eigentlich den coolsten Effekt. Also mir gefällt das hier am besten, weil mir der Effekt gut gefällt. Also wiederholen das nochmal. Weil ich da gar nicht so ewig drüber reibe, habe ich so einen Marmoreffekt. Oder so ein, ich weiß noch gar nicht, wie ich es nennen soll. Das gefällt mir sehr gut. Also das ist mein Favoritenpad, aber nicht vergleichbar mit dem hier. Überhaupt nicht. Also wenn ich mir überlege, dass ich hiermit eine Schablone bearbeiten würde, ja, wie häufig soll ich denn da wischen? Also bei allen drei Pads. Ne? Also da lohnt es sich dann doch ein bisschen näher ins Geld, in die Tasche zu greifen, um einen Effekt mehr zu erzielen. Jetzt mache ich nochmal Folgendes. Habe ich noch nicht gemacht. Mache ich jetzt mit euch. Wir nehmen den Spülschwamm. Der ist inzwischen eh trocken. Da ist es mehr oder weniger egal, welche Seite ich nehme. Ich nehme mal das Lila. Ist das zu trocken?
Da kommt aber noch das Grundlila durch. Ich hole mal gerade einmal einen sauberen Schwamm und wir testen mal einmal nochmal Thema Schwamm und auch das Kosmetikschwämmchen. Ich hole beide mal frisch. So, ich habe hier sogar ein Sponge-Set von der Stempelbar. Extra feinporig. Wir nehmen einmal das. Und dann habe ich einen Spülschwamm. Und habe den Spülschwamm auf der einen Seite trocken gelassen und auf der anderen Seite ganz, ganz leicht eingefeuchtet. Und möchte gerne einmal auch da ausprobieren, wie der jeweilige Effekt ist. Also wenn ich das nehme, habe ich tatsächlich doch einen recht ähnlichen Effekt. Ihr hört es auch, ne? Ich halte mal die Klappe. Einen relativ ähnlichen Effekt wie hiermit. Also das ist sehr vergleichbar, Schwamm. Dann schauen wir uns mal das hier an. Okay, das ist natürlich wabbelig. Gucken, ob sich das gut verblenden lässt, weil man sieht ja die Struktur, die ich aufbringe. Es wird sich wahrscheinlich relativ gut verblenden lassen, aber das ist mir, wenn ich diese Technik verfolgen würde, wäre mir das zu wabbelig. Ich könnte mir aber vorstellen, das als Gimmick zu benutzen. Und dann mit anderen Farben dazwischen zu gehen. Also sowas könnte ich mir vorstellen, eher als das als Blending-Tool zu nehmen. Ach so, genau. Und ich wollte noch mal einmal die feuchte Seite ausprobieren. Ich wusste doch, da war noch was. Und mal gucken, ob sich da das dann anders verhält. Ja, ist dann einfach nur ein bisschen weicherer Übergang, aber eigentlich, nein, keine große Veränderung. So, ich würde jetzt in den nächsten Minuten ohne euch mal einmal alle Farben ausprobieren und zeige euch die hinterher. Und nehme dafür sogar diese Tools. Ich habe jetzt so viele davon gekauft, dann sollen die auch verwendet werden. Und ich habe diesen Marmoreffekt, den finde ich auch sehr schön. Und würde mit euch hinterher mal einmal die Karten durchgehen, die Farben vergleichen und euch zeigen, wie ich mir Farbkarten mache. Bis gleich. Tschüss. So, jetzt war ich doch erst spazieren und jetzt ist hier, sind die Lichtverhältnisse in meinem Bastelreich auch besser. Ich habe jetzt alles gestempelt gehabt und das ist jetzt auch gut durchgetrocknet. Und wenn man sich das so anguckt, dann, das ist jetzt hier, sind die Grüntöne. Mal gerade einmal gucken, dass alles drauf passt. Das sind die Grüntöne und ja, ihr seht schon, dass die halt unterschiedlich gut aufzutragen waren. Die dunklen kommen ja im wahrsten Sinne des Wortes kräftiger durch. Hier diese Frühlingsgrün, fast Neongrün und das geht schon ins Gelbliche. Die kommen nicht sehr gut durch, also auch farblich nicht. Also jetzt für euch in der Kamera wahrscheinlich auch nicht so gut, aber auch wirklich für mich ohne Kamera nicht. Also das waren die Farben. Zum Teil waren sie erstaunlich kräftig, auch dann wirklich im ersten Augenblick. Aber im zweiten oder manche eben auch weniger. So, dann haben wir die 5, die 6, die 7 und die 8. Und ich finde, die Farbnuancen sind sehr, sehr unterschiedlich. Also das hier, die sind verhältnismäßig ähnlich. Also es ist ein Jeansblau, dunkelblau, das ist mehr so ein Himmelblau. Und das ist halt ein Türkis, das springt so komplett raus. Das finde ich schon mal sagen wir mal, bemerkenswert. Auch da sieht man, dass die Strukturen sehr, sehr unterschiedlich sind. Der Farbauftrag auch sehr unterschiedlich. Und zur 6 habe ich auch nochmal, weil mir das keine Ruhe gelassen hat, nochmal eine Studie gemacht, nochmal
indem ich den Tim Holz Schwamm und den Schwamm von Action nochmal verglichen habe. Also die kommen dem am ähnlichsten. Also das Ergebnis wird da doch recht gleich, während ihr seht, mit dem eigentlichen Schwämmchen von Nummer 6 sieht das anders aus. Dann habe ich festgestellt, dass sich die guten kleinen Dinger nicht stapeln lassen. Also man hat hier nicht irgendwie eine Aussparung gelassen, dass man die gut aufeinander stapeln kann. Aber dafür kann ich diese Lücke gut dafür verwenden, den Pad aufzubewahren, sofern ich denn für jedes Stempelkissen einen eigenen Pad verwenden möchte. Das ist mitunter durchaus sinnvoll, weil ich mir sonst auch die Farben ineinander vermische. Also ich habe das jetzt bei jedem so gemacht. Außerdem sehe ich auch direkt ein bisschen, wie die Farbe aussieht, weil bei Calm Night würde ich jetzt was Dunkleres erwarten, als ich es hier bereits erkennen kann. Aber wir machen uns gleich auch noch Farbkärtchen. Also ich zeige euch, wie ich Farbkärtchen mache. So, gehen wir noch die restlichen Farben durch. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Dann haben wir hier die 9, 10, 11, 12. Ja, ihr seht von alleine, dass dieser Marmoreffekt bleibt fast bei jedem Stempelkissen. Und dann habe ich ja das Stempelset 4 und 5 nicht, weshalb wir jetzt springen und bei 21, 22, 23 und 24 weitermachen. Ich persönlich hätte mir mehr Farbunterschiede gewünscht. Also es ist vielleicht nett, Farbnuancen zu haben, aber 23 und 24 finde ich schon arg ähnlich. Und so weit ist die 22 jetzt auch nicht entfernt. Sind Unterschiede, aber jetzt nicht so krass. Also die 24 hätte ich jetzt nicht gebraucht. Dann wäre es okay gewesen. Und dafür aber die 24 lieber nochmal mehr Orange. Wobei ich ja eben das Orange-Set nicht habe. Oder mehr Lila oder mehr Rosa. Also wenn ich mir das auch hier angucke, dann ist die 24 ja auch deutlich mehr Rosa, Cherry Blossom. Und also die Farben, das hier, ja, das hier, okay. Hier wird es jetzt schon, ja, okay, auch noch. Aber hier, finde ich, trifft es dann doch maximal, wenn ich wirklich ganz wenig Farbe auftrage. So, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich ja hier meine Farbkarten. Und jetzt nehme ich mir einfach einen Stanzer. Und ich habe ja nicht umsonst auch die Nummern draufgeschrieben. Und jetzt nehme ich einen Stanzer meiner Wahl und stanze einfach ein Farbfeld aus. Ich hatte erst ursprünglich darüber nachgedacht, ob ich so einen ganz kleinen Stanzer nehme und ich mir die Farbe dann hier reinklebe. Also darüber könnte ich nachdenken, dass ich einfach sage, ich stanze mir einfach hier so eine kleine 1 aus. Jetzt muss ich gerade einmal gucken, wo ich die 1 habe. Da. Und könnte mir das dann hier reinkleben, dass ich immer direkt sehe, wie es wird. Das ist Möglichkeit Nummer 1. Das könnte ich tun. Und Möglichkeit Nummer 2 ist, dass ich mir einen Stanzer nehme und einfach mir diese 1 ausstanze mit den Varianten, die zu sehen sind. Ich überlege gerade, ob ich sogar eine Nummer größer nehme. Ich habe sie nämlich auch eine Nummer größer. Dann sehe ich nämlich noch besser, wie unterschiedlich diese Farben sein können. Dann würde ich hierzu vom Rand sogar noch ein bisschen was mitnehmen und hätte jetzt für die 1 eine Farbkarte. Und so kann ich jetzt hier alles einmal durchgehen. Für die 2. Für die 3. Und so habe ich das auch bei meinen Tim Holz Stempeln mit den Distress Oxids gemacht, dass ich halt einfach Farbe aufgetragen habe und das Ganze dann zum Schluss ausgestanzt, um einfach dann zu sehen, okay, was für einen Farbton brauche ich, weil den kann ich mir dann wirklich aufs Stempelwerk auch drauflegen oder auf das Designpapier oder, um den Farbton zu vergleichen. Ich mache den Rest mal einmal ohne euch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das sind meine fertigen Farbkärtchen. Jetzt stanze ich mir noch mit meinem Fiskars bösen Stanzer Löcher rein. Ich habe einfach alle übereinander gelegt. Tut mir leid, ist jetzt laut.
So arbeite ich mich jetzt hier durch die Schichten durch. Ach, stand es nicht so gut, wie ich dachte. Warte einmal gucken. Der ist so groß. Ich bleib mal dabei. Ich mache das mal ohne euch, damit ihr euch den Lärm nicht anhören müsst. So, ich habe jetzt überall ein Löchchen drin und jetzt nehme ich einfach so eine Briefklammer, ein Brett und packe mir das einmal zusammen. Wenn ich dann Bedarf habe, kann ich es auseinander machen und mir die passende Farbkarte rausnehmen. Aber ich kann es ja auch so auffächern und irgendwo drauflegen oder auch sogar so auffächern. Also all diese Möglichkeiten habe ich jetzt, um zu vergleichen, was ich möchte. So habe ich jetzt meinen Farbfächer gemacht. Was ich als nächstes machen möchte, ist, so wie ich es gerade hier mit den Farben gemacht habe, die zu vergleichen, was die Schwämme angeht, möchte ich jetzt natürlich das umgekehrt machen und gucken, wie benutzt sich der Blending Tool mit den Original Tim Holz Farben. Ich bereite es mal vor. Bis gleich. So, ich habe jetzt tatsächlich noch bei jedem so einen kleinen Kreis ausgestanzt und den hier unten reingeklebt. Bei der Farbe sieht man es jetzt nicht ganz so deutlich. Nehmen mal die, also unter dem jeweiligen Pad habe ich sonst auch noch mal die Farbe, so dass ich es direkt erkennen kann. Der Deckel haftet übrigens recht gut. Also von daher glaube ich, dass man die ruhig irgendwo zusammen reinwerfen kann. Ich habe nämlich zum Beispiel meine Tim Holz Stempel auch alle in so einer Kiste drin. Und ich gucke gleich mal, ob die kleinen sogar noch dazu passen. Dann könnte ich das zusammen aufbewahren. Ich habe mir jetzt ein Distress Oxid Kissen ausgesucht. Ich habe jetzt einfach mal das die Concord genommen und ich habe 4 unbenutzte, das war mir wichtig, Schwämmchen genommen. Einmal das originale Schwämmchen mit dem originalen Griff und dann eben die Plastikgriffe mit den 3 entsprechenden verschiedenen Applikatoren. Und wir testen jetzt mal einmal aus, wie da der Auftrag ist. Und da nehme ich euch jetzt auch einmal mit und sage euch nicht nur das Fazit. So, das ist jetzt einmal das Original, so wie ich es auch kenne. Dann haben wir hier, ich muss noch mal gucken, wie der Name war, Coarse Pad. Ja, ihr seht selbst, das hat also lange nicht so ein... Ich kann auch hier nochmal nicht, dass ihr sagt, ja, du hast es aber auch das eine viel mehr und das andere viel weniger. Also hier, ihr seht, also hier passiert nicht mehr viel, ne? Während ja da doch recht viel passiert ist, passiert hier nicht so viel. Also entweder nimmt es nicht so viel Farbe auf oder es schluckt sehr viel Farbe. Das ist also lange nicht so satt. So, jetzt nehme ich sehr bewusst den, ich nenne ihn mal Marmorschwamm. Und ja, der nimmt zum Beispiel die Farbe jetzt bei diesem Stempelkissen sehr gut auf. Das wird gleich einen satten Auftrag geben. Und er schmiert es dann auch. Ne? Also in dem Augenblick, wo ich so viel satte Farbe habe, das war mir bei den anderen, bei den Actionkissen nämlich auch schon aufgefallen. Das ist jetzt sehr viel. Und entweder wische ich jetzt sehr schnell, ich nehme mal ein neues Blatt, entweder wische ich jetzt so sehr schnell und sehr groß, dann habe ich wieder den Marmoreffekt. Oder ich bleibe auf einer Stelle, dann habe ich dort halt diesen sehr satten Farbauftrag. Aber ihr seht, es ist anders, als wenn ich das mit dem Applikator von Tim Holz mache. So, und jetzt nehmen wir noch den hier. Und da sage ich ja, deswegen nehme ich jetzt sehr bewusst nochmal ein neues. Den halte ich für sehr vergleichbar mit dem. Nehme auch mal kräftig auf, drehe auch mal, drücke ein bisschen, dass es auf jeden Fall auch möglichst vergleichbar ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass viel Farbe aufgenommen wurde, das werden wir aber jetzt sehen. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass er nicht so viel Farbe aufnimmt. Lässt sich gut verblenden, das schon. Es hört sich halt anders an, es hört sich härter an, aber ihr seht, es lässt sich gut verblenden und ich kriege auch relativ gut und leichten, breiten Farbauftrag hin,
was er hier mit dem Schwarz nicht so gut gelungen ist. Nochmal im Vergleich das Original. Ja, also die finde ich wirklich vergleichbar. Und was mich jetzt noch interessieren würde, wenn die beiden vergleichbar sind, wie es denn ist, wenn ich noch andere Farben dazu nehme. Das machen wir jetzt auch noch mal kurz. Wir nehmen uns da mal das Grün dazu. Die, finde ich, passen insofern gut zueinander, weil die, weil da wirklich Verblendung gefragt ist. Oder wir nehmen, ist natürlich ganz unten, ne? Ist klar. Nee, wo ist es denn? Da ist es. So. Noch einmal. Achso, dann nehmen wir dann auch am besten ein neues Schwämmchen, damit es wieder vergleichbar ist. Ich habe noch. Was soll der Geiz? So, einmal ein neues Schwämmchen Tim Holz. Dann ein neues Schwämmchen Action. Und jetzt machen wir zwei Karten. Und zwar einmal, wir fangen jetzt mal mit Action an. Nehme ich hier. Achso, ich hätte vielleicht gar nicht. Ich Nase. Jetzt nehme ich als zweiten Applikatoren für Tim Holz sogar mal den vom Action. Vielleicht reicht es ja, wenn ich mir die Kissen hole von Tim Holz und einfach die nutze vom Action. So, also wir nehmen einmal Grün auf. Ich habe das Gefühl, es kommt mehr Farbe in die Mitte als am Rand. Was sich ein Stück weit auch dadurch bestätigt, wie dann der Farbauftrag ist. Und nehme jetzt mal Lila dazu. Und verblende die beiden Farben miteinander. Weil das Verblenden bezieht sich ja auf einmal auf der Farbe an sich. Also dass ich das gut miteinander, also die Farbe an sich gut miteinander verreiben kann und keine harten Übergänge habe. Aber es geht ja auch um das Verblenden in eine andere Farbe hinein. So, Nummer 1 und Nummer 2. Ne, nimmt die Farbe immer irgendwie gleichmäßiger auf. Was ich jetzt spannend finde, dass ich jetzt härtere, ich weiß nicht, ob ihr das seht, Übergänge habe. Ah ja, aber die kriege ich jetzt verblendet. So. Und warum mir das Papier so wegrutscht. Ja, aber das Ergebnis ist sehr ähnlich. Mir gefällt das hier, weil es irgendwie homogener ist, noch ein bisschen besser. Aber das ist okay. Jetzt machen wir das gleiche nochmal mit zwei Farben von Action. Und wir sprechen hinterher über das Ergebnis. Dann wird das Video nicht so lang. Ich glaube, das ist in eurem Interesse. Ja, hier seht ihr das Ergebnis. Tja, ich weiß jetzt nicht, was euer Fazit ist. Also ich finde, man sieht jetzt keinen Unterschied. Also ich finde, die kann man recht gut miteinander vergleichen. Von der Haptik her finde ich halt auf jeden Fall Holz viel schöner als dieses Plastik. Das ist aber auch ganz simpel, einfach eine Preisfrage. Natürlich sind die halt teurer. Das ist überhaupt keine Frage. Von der Kräftigkeit, vielleicht habe ich jetzt
Ich habe versucht, oder ich habe die ähnlichen Farben genommen, aber ich finde es schon auch eklatant zu sehen, was die Pigmentintensität angeht. Vielleicht habe ich auch doch falsche Farben ausgesucht, aber ich persönlich finde ja dann doch, dass, ja, dass Tim Holtz auch wirklich kräftiger ist in den Farben. Aber je nachdem, was man für ein Projekt vor sich hat, spielt das natürlich weniger eine Rolle. So, das, was wir als nächstes ausprobieren, ist, wie reagieren diese Chalks mit Wasser. Jetzt prüfe ich gerade noch mal einmal. Ja, es ist nämlich beides, wirklich steht Chalk drauf. Das betone ich deshalb, weil wir haben auch Kissen, wo nicht Chalk drauf steht, sondern, mal gerade ein zweites gucken, da steht Metallic drauf. Dazu kommt mir gleich noch, das zeige ich euch gleich noch mal. Jetzt schaue ich mal gerade einmal nach Wasser. So, und zwar sprenkle ich jetzt einfach so ein paar Tropfen hier drauf, lasse das ein paar Sekunden einwirken und nehme es dann wieder mit einem Papiertuch ab. So, ich lasse es noch einen Augenblick einwirken. Ich habe mir in der Zwischenzeit nochmal die Rückseite durchgelesen und sehr, sehr schön finde ich die Übersetzung vom Blending Tool. Tintenmischgerät. Das finde ich sehr schön. Ich glaube, ich möchte es zukünftig nur noch Tintenmischgerät nennen. So, wir nehmen mal die Farbe, das Wasser ab. Das ist einfach ein Stück Papiertuch, kann auch ein Papiertaschentuch oder Klopapier sein und nehme die Farbe ab. Und ihr seht schon mal auf jeden Fall die Wirkung bei Distress. Und die Farbe bei Action ist nicht so deutlich. Nochmal Action. Kann ich eigentlich kaum eine Veränderung erkennen. Und jetzt nochmal den zweiten Distress. Und da sehe ich halt schon deutliche Unterschiede. Ich hoffe und denke, ihr könnt das auch sehen. Jetzt halte ich es noch mal einmal näher an die Kamera. Also ich sehe jetzt hier bei der Actionfarbe keinen deutlichen Unterschied. Und die Chalkfarbe von Tim Holtz, Distress Oxide, die reagiert definitiv auf Wasser. Das nächste, was ich mit euch ausprobieren möchte, also ich habe es schon ausprobiert, ich zeige euch das Ergebnis, ist, wie reagieren diese Stempelkissen auf Schwarz oder auf Dunkel? Und da ist es dann halt wirklich interessant. Ich habe da mal, da gibt es verschiedene Farben, die unterschiedlich stark reagieren. Nochmal einmal gerade zum Thema Metallic. Gerade gucken, Metallic, die Nummer 8 ist Metallic. Und das sieht man insofern, dass das dann halt auch wirklich tatsächlich glänzt. Ich denke, ich kann euch das vielleicht noch deutlicher zeigen, hier bei der Übersicht. Gerade gucken, wo ihr es vielleicht am deutlichsten seht in der Kamera. Das ist ja immer noch mal schwieriger, das aufzunehmen. Also ich finde hier, gerade einmal gucken, dass ich hier nicht durcheinander komme. Also die Nummer 8 ist ein bisschen glänzender. Oder hier Nummer 12. Ja, ich gebe zu, so richtig krass ist der Unterschied so nicht zu sehen. Aber ich zeige euch was, bevor ich jetzt hier gleich... Ich überlege gerade die Reihenfolge. Ja, nee, komm, ich mache jetzt zuerst die Metallic. Metallic, Metallic. So viele Metallic sind nicht dabei. Chalk, 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 Metallic, Metallic. Also pro Set hat man ein Metallic dabei. Und die Wirkung auf Schwarz ist ganz spaßig. Und zwar, wenn ihr das Stempel, also ich benutze jetzt einfach mal direkt das Stempelkissen und Stempel nicht, sondern ich nutze einfach direkt das Stempelkissen. Und wenn ich das halt hier drauf tupfe, dann sieht man erstmal nicht groß Farbe. Aber ich halte es gleich in die Kamera. Man sieht, dass es definitiv Metallic-Elemente hat. Vielleicht muss ich es wirklich noch ein bisschen mehr hin und her schieben. Ja, ich glaube, dann wird es deutlicher.
So. Und da kann man halt sehr, sehr, sehr gut sehen, dass es wirklich also Metallic-Farben oder Metallic-Pigmente mit drin sind. Dieses Experiment hat mich zu mehreren Ideen gebracht. Also ich wollte einfach gucken, wie reagieren die auf dunklem Papier. Und dann habe ich festgestellt, sehr unterschiedlich, auch die Chalks. Und diese drei Chalks reagieren besonders schön. Und da hatte ich die Idee, etwas auszuprobieren. Und das machen wir jetzt mal einmal. Also grün ist definitiv am kräftigsten. Pink können wir vielleicht noch ein bisschen rausarbeiten. So. So dass man damit halt auch stempeln kann. Und habe dann auf die Art und Weise ganz schnell ein sehr einfaches Kärtchen fertig, wenn ich das jetzt noch mit Mattung versehe und aufklebe. Also so kann ich direkt ganz ohne Stempelkissen mir ein lustiges Kärtchen machen. Das Ganze funktioniert auch. Das Experiment mache ich jetzt auch noch mit euch und zeige euch das Ergebnis. Einige von euch folgen mir ja schon etwas länger und die haben auch gesehen, dass ich ein Hashtag ins Leben gerufen habe, ein Stempel, viele Möglichkeiten und dann ganz viel gezeigt habe, was man mit einem Osterei machen kann. Und ich habe jetzt hier einen Stanzer, der hat 2,3 cm. Das kann sicherlich auch ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner sein. Und wenn ich mir einfach hier so ein bisschen was wegknipse und dann mir so ein Stempelkissen nehme und zum Beispiel das so mache, dann habe ich ein Osterei. Also ich kam mir ganz einfach auch, ich fand, das war so naheliegend. Das sah schon für mich von vornherein nicht nur aus wie ein Tropfen, sondern auch wie ein Osterei, so dass ich mir meine eigenen Osterkarten mit Hilfe dieser Stempelkissen machen kann. Finde ich persönlich eine sehr lustige Idee. Also die Stempelkissen sind definitiv vielseitig einsetzbar. 4 Stück für 94 Cent, da kann man absolut nicht meckern. Ich werde auch noch in nächster Zeit damit stempeln. Ich werde auch die Farbintensität noch mal ein wenig mehr ausprobieren. Aber um es jetzt hier als Bewertungsvideo zu haben, ja, das ist mit Sicherheit schon mal auf jeden Fall hilfreich. Spannend finde ich, wie diese Farben reagieren auf einmal Metallic auf Dunkel oder eben auch die Chalks auf Dunkel, wobei nicht alle so deutlich zu sehen sind. Das waren jetzt wirklich die, die am deutlichsten zu sehen waren. Und ihr könnt die nutzen mit so einer Miniaturschablone, dass ihr einfach irgendeinen Halbkreis habt, um Ostereier zu machen. Also das finde ich zumindest, das sind schon mal eine ganze viele Möglichkeiten. Die, dieses Set mit den jeweils drei ja, verschiedenen Applikatoren, also das ist ja, glaube ich, der Applikator mit Schwämmchen, kostet 94 Cent. Also für 3x3, also 9 solcher Schwämmchen unterschiedlicher Art plus diesen Plastikgriff. Also auch unschlagbar. Ihr macht damit nichts falsch, aber das von Tim Holz, muss ich gestehen, hat doch nochmal eine andere Farbintensität und auch einen schöneren Auftrag, wie ich finde. Aber wie gesagt, ein Kompromiss ist das allemal und bei dem Preis kann man ohne Probleme zuschlagen. Gut. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr euch zukünftig wünschen würdet, dass die Videos ruhig länger sind und dass ich noch mehr Beispiele zeigen soll, dass ich euch bei bestimmten Dingen mitnehmen soll, dann lasst mir bitte einen Kommentar da. Wenn ihr sagt, nee, das passt genau so, das finde ich super, dass du mal einmal das vergleichst und bewertest, auch dann lasst mir einen Kommentar da, damit ich einfach für zukünftige Videos weiß, in welche Richtung soll ich gehen, was mögt ihr lieber. Gut, dann gibt es die Tage, ich glaube, morgen mache ich noch mal ein Video, was man aus Restpapieren machen kann. Ich habe da noch eine weitere tolle Kreiskarte und dann sehen wir uns morgen. Bis dann, tschüss!